Hey ho, willkommen zurück zu Mystic Quest. So, wir sind hier in der Gruftkammer und haben das Mädchen gerettet und nun müssen wir scheinbar verschwinden hier bei Cats und dann mal gucken, wo wir weiterkommen. Ich soll ja nach Wendel. Genau, nach Wendel sollte ich und ja, mal gucken, wie wir da hinkommen. Okay, hier brauche ich wieder einen Pickel. Damit ich die Vasen zerstören kann, dann irgendwie auch blöd, dass man die nicht mit einem Schwert zerstören kann. So, und dann wechseln wir wieder auf. Boah, Schlüssel, warum nicht? So. Ach ja, die kann ich ja nicht zerstören. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Aus dem blöden Haus. Oh, irgendwie schaffen wir das schon. Ja, Nina ist jetzt auf der anderen Seite. Kommt sie halt nicht mit. Oh ja, klar. Hier sind 100.000 Monster. Mir egal. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Oder ich bin komplett im Kreis gelaufen, ne? Wie ist die Maus hier rüber gekommen? Jetzt, ja, jetzt mobbt sie mich. Das heißt, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Das ist natürlich schlecht für meine Spitzhacken hier. Wieder auf Schlüssel wechseln. Und dann geht's. Naja, natürlich. Hallo! Was sind wir hier? Lebensenergie gefunden, okay. Muss ich denn hier runter? Kann sein. Ja. Jetzt erstmal den Ausgang wieder finden, ne? Ach, ja, genau. Hier bin ich. Von hier kam ich, ja. Blöd, dass ich einmal im Kreis gelaufen bin. So. Und vielleicht sollte ich auch mal, mich wieder ein bisschen heilen. Ein paar Bonbons habe ich ja noch. So. Dann weiter gucken. Genau. Dann hier lang. Dann wieder hier. Glaube ich, wo ich meine. Hier komme ich raus, doch, ne? Ja, eigentlich schon. Ich muss auf dem Weg nach draußen sein. So weit kann es ja nicht mehr sein. Da. Okay. Ich glaube, wir Kürbiskratzen hier wieder. Ja, scheiß Mäuse. Komme ich an dir irgendwie vorbei? Was haben wir denn hier drin? Jetzt nochmal Lebensenergie gefunden, okay. Ach, diese scheiß Killermäuse. Hallo. Sag mal. Diese scheiß Maus. Da. Diese Kürbispratzen wieder. Vielleicht sollte ich mal diese Lebensenergie mal benutzen. Und. Okay. Füllt mich nicht komplett auf, aber zumindest ein bisschen. Ach, scheiß auf die Mäuse jetzt. Okay, wenn ich jetzt nach oben gehe, müsste ich langsam nach draußen kommen, oder? Noch nicht ganz. Aber ich bin auf dem richtigen Weg, hier sind wieder andere Gegner. So, und hier. Ich kann nicht mehr Items tragen. So, jetzt aber, oder? Wieder ein Pickel gefunden, okay. Okay, okay. Und ich bin immer noch nicht draußen. Wie groß ist das Schloss nochmal gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Na, da, aua. Wo bin ich? Achso. Ich habe mich gerade nicht mehr gesehen. Ja, ist schlecht bei Schwarz-Weiß alles, ne? Weil alles dieselbe Farbe hat. Hier müsste ich rauskommen. Autsch. Autsch. Ich vielleicht nochmal erledigen hier. So. Bin ich jetzt draußen? Ne, immer noch nicht. Aber doch, wenn ich jetzt einen weitergehe, müsste ich eigentlich rauskommen, oder? Ja. Was ist jetzt los? Sie gehört mir, sagt Lee. Ah, genau, der war ja auch noch, ne? Und er ist Kraft Dracula, oder wie? Okay, er ist gerade Dracula. Okay, okay, okay. Vielleicht sollte ich vorher mal speichern, ne? So. Für den Fall, dass ich sterben sollte in den Kampf gegen ihn. Wovon. Ja, ich müsste mal. Ja, vielleicht nicht unbedingt die Waffen auswählen, aber die Magie mal auswählen. So. Und wieder volle Energie. Er macht aber auch gut Schaden, ne? Ja, er macht Schaden, auf jeden Fall. Ich meine, sonst wäre es ja auch kein Gegner, ne? Immer schön heilen. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Wie viel hält der aus? Das ist mein zweiter Endgegner. Okay. Okay, er ist tot. Und ich bin tot. Echt jetzt? Das finde ich jetzt irgendwie blöd, weil er war tot. Na gut, aber ich müsste direkt bei ihm wieder landen. Genau, sie gehört mir. Und los geht's. Ah, nein, wieder das falsche. Oh.
Hallo. Wie? Leben. Und, oh, das gibt's doch nicht, nur weil ich an den falschen Knopf gedrückt habe, ja. Okay, sind wir zweimal kurz hintereinander gestorben. Genau, ja, die gehört mir. Schon klar. Sofort die Magie auswählen. So, jetzt geht's los. Jetzt sollten wir das hinkriegen hier. Genau. Magie. Oh, der macht aber auch viel zu viel Schaden. So. Ja, jetzt stammt ich irgendwie drinne. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Immer mal schön heilen. Jetzt kann ich mich nicht mehr heilen. Höchstens halt mit Items. Sollte ich vielleicht dann auch benutzen. So. Ja, natürlich. Oh Gott. Ey, das gibt's doch nicht. Zum dritten Mal gestorben jetzt gegen ihn. Oh, Nerv. Nerv, Nerv, Nerv. Ja, ja, sie gehört mir. Ich hab's verstanden. Wieder Kackli. Magie. Leben. Los geht's. Ja, jetzt habe ich aus Versehen direkt Leben eingesetzt. Wie macht er das? Ich verstehe es nicht. Vielleicht sollte ich klüger an die Sache rangehen. Ja, aber das bin ich. Ich kann nicht klug spielen. Das ist das. Ach, nee. Ich glaube, wenn ich erstmal wieder die nächste Stadt erreicht habe, werde ich auch mal wieder leveln müssen. Das kann ja so nicht angehen hier. Dass ich nach ein paar Sekunden schon immer hier direkt sterbe. Ja. Hallo, ich hab dich doch voll erwischt, du scheiß Flugratte. Mega Flugratte. So, jetzt ist er endgültig tot. Ich finde scheiße, dass mich diese Explosion von ihm nochmal getroffen hat, dass ich beim ersten Mal halt und deswegen gestorben bin. Aber ich habe einen Vampir besiegt und ich bekomme einen Schlafzauber, okay. Bist du in Ordnung? Ja. Ja, alles in Ordnung. Werde ich nochmal geheilt oder so? Wendel liegt im Süden. Wir müssen uns beeilen. Ne, ich werde nicht geheilt, deswegen speichere ich einmal. Ja, okay. Und los geht's. Ich werde jetzt nicht immer meine ganzen Items benutzen. So viele habe ich dann nämlich auch nicht mehr. Also ist ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass ich vielleicht bei einem von den nächsten Gegnern was bekomme. Nach Süden war das, ne? Okay, ja, die sind nicht mehr so stark. Ja, man sollte natürlich nicht in die reinlaufen oder so. Mit Absicht Schaden kommen. Achso, jetzt kann ich mal den Schlüssel bekommen, das will ich ja nicht. Genau, hier müsste es dann weitergehen, weil ich ja jetzt diese Sichel habe und das Gestrüpp hier wegmachen kann. So. Ja. Und jetzt komme ich hier weiter, ja. Ja. Gute Mistviecher hier. Scheiß Gegner. Okay. Ah ja. Ja. Okay, jetzt brauche ich wieder meine Peitsche. Waffe, Peitsche, Peitsche, Ketten. Ja. Ketten. Warum? Okay. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum ich den jetzt nicht nutzen konnte. So. Aber es wird, denke ich mal, Zeit, dass ich mal ein bisschen Energie aufgesammelt bekomme. Das wäre schön. Oder ein Level Up. Das wäre natürlich auch schön, weil dann wüsste ich, dass ich überleben würde. Oh nein. Ich habe Angst. Ah, Gott sei Dank. Ich sag's und wir bekommen auch direkt den nächsten Level. So. Und ich würde natürlich meine Kraft erstmal wieder stärken. Gut. Jetzt kann ich Orks hier zerstören, oder? Ja. Okay, und jetzt nach Wendel, ne? Hier komme ich nicht durch. Ich habe Bienen gesehen. Die Gegner kenne ich ja auch aus Secret of Mana. Ja, und sie sind doof. Sie machen ultra viel Schaden. Autsch, ja, komm. Lass mir die Bienen einfach mal Bienen sein. Und verpissen uns hier. In der Hoffnung, nichts zu finden. Hä? Okay. Achso, da geht's lang. Finde ich hier eine Stadt? Es sieht aus wie da oben ist was. Ein Eingang. Und ein Schloss. Oh, ich habe was gefunden. Willkommen in Wendel. Ja, ich habe Wendel gefunden. Und hier ist direkt ein Inn. Da gehen wir natürlich sofort rein.
Ein Nachtlager für 10 Goldstücke. Ja, warum nicht? Gute Nacht. Ach, schön. Okay. Wir haben also, Wendel gefunden. Hey, du bist doch der, Zauberer da, ne? Hallo, wie geht's? Ja, eigentlich ganz gut. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Und irgendjemanden sollte ich doch hier, besuchen. Du vielleicht? Ich hörte, dass der Mana-Baum sehr schön sein soll. Ja, toll. Ich dachte eigentlich, du sagst mir was Interessanteres. Und du hier? Die Wasserfälle lassen unsere Flüsse fließen. Das Wasser kommt aus den Wurzeln des Mana-Baums. Mana ist die Mutter der Natur. Schön. Kibba ist hier. Kibba? Ich glaube, so hieß der auch, zu dem ich hin sollte, ne? Ein Waffenshop. Kann ich hier was kaufen? Eine bessere Waffe vielleicht? Kaufen? Vielleicht sollte ich auch mal sowas hier kaufen. So, hier Eisen und sowas. Kaufen. Eisen. Vielleicht, also so Rüstungen, ne? Wäre vielleicht mal nicht schlecht. Kreuzschwert habe ich ja. So, dann brauche ich ja nichts mehr von dir. Ich glaube, das muss ich aber auch direkt benutzen, ne? Ja. Ja. Eisen. 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 Ich glaube, meine Verteidigung ist jetzt stärker, ne? Ja. Gut. AP ist dann Angriffskraft, ne? Ah ja, die Ketten sind also stärker. Und... okay, das heißt, die Kette ist die stärkste Waffe, die ich habe bis jetzt. Das heißt, die behalte ich dann auch erstmal als Angriffswaffe. Und du bist bestimmt nicht Kibba. Kibba ist ein Weiser. Er war ein großer Kämpfer. Ja, das war, Aragorn hatte ich jetzt beinahe gesagt, hier, hier, Hayopai, oder wie er hieß. Ich habe den Namen vergessen. Bogart, genau. Was kann ich denn hier kaufen? Lebe, ja, das kaufe ich. Du kannst nicht noch mehr tragen, achso. Vielleicht soll ich mal ein paar Sachen verkaufen, denn. Zum Beispiel brauche ich... was, ich weiß nicht mal, was Schlaf ist. Vielleicht soll ich es einfach verkaufen. Ja. Und die Kristalle, die ich habe gerade gesehen, für die gibt er mir einiges an Geld. Wo war denn dieser Kristall? Kristall. Ja. Gut. Haben wir ein paar Sachen verkauft. Wüsste nämlich nicht, wofür man die noch bräuchte. Habe ich mit dir schon gesprochen? Die Zwergenhöhle liegt im Westen. Eine Zwergenhöhle. Yay, die kennen wir auch aus Secret of Mana. Okay, dann sollte ich vielleicht weiter nach Norden streifen. Oh, das sieht schön aus. Schöner Tempel. Und hier finden wir dann vielleicht diesen Kibba. Oh, ich kann... es bewegt sich alles von alleine. Er sieht aus wie Papa Schlumpf. Das ist Kibba. Ich bin Kibba. Bogart erzählte von dir. Oh ja, es ist eindeutig das Symbol von Mana. Tritt vor und du wirst sehen, was du sehen musst. Okay... bewegt sich jetzt alles von alleine. Jetzt bin ich gespannt. Eine kleine Cutscene also. Oh, was ist jetzt los? Oh, die Musik. Klingt wie so eine Spieluhr. Okay. Nina, liebes. Mutter. Mutter? Diese Frau stärkte uns damals den Rücken. Hör mir gut zu. Du und ich, wir sind Mitglieder der Mana-Familie. Wir sind Früchte des Mana-Baumes. Vor langer Zeit missbrauchte Wandol die Mana-Macht. So versiegelte ich die Wasserfälle mit dem Amulett, so dass niemand den Baum erreichte. Doch erneut hat, Kleive Böses mit dem Baum vor. Die Gemma-Ritter müssen den Mana-Baum beschützen. Okay. Das ist krass irgendwie. Das Bild der Mutter verschwindet. Okay. Ach, Mutter. Irgendwie auch traurig jetzt. Okay, Erdbeben. Oh, da ist wieder der Typi. Kleive greift uns an. Was? Ich bringe dich in Sicherheit, Nina. Danke. Was? Achso, ja. Wohin hat er sie gebracht? Ich sehe nach. Wow. Er hat mich von hinten angegriffen. Okay, kann ich zurück? Ja. Kann zurück. Der Alte. Wer ist dieser Mann? Okay, ich bin jetzt echt gespannt, was passieren wird. Ich habe ein bisschen Angst. Bis jetzt, obwohl ich gerade einen Endgegner hatte, jetzt schon wieder einen Endgegner auftaucht. Ja, hier sind jetzt Monster. Das heißt, jetzt ist auch diese Stadt hier verseucht. Und hier ist keiner. Hier vielleicht?
Okay, vielleicht sagt er jetzt was anderes hier. Kibbe ist ein Weiser, ja, er war ein großer Kämpfer. Schon klar. Hörst du nicht, dass die Musik bedrohlicher wird? Warum bist du noch hier? Verschwinde! Flieh, du Narr! Okay, ja, die Gegner hier sind jetzt nicht mehr so schwer zum Glück. Wo ich weiß immer noch nicht, was jetzt genau passiert ist hier. Vielleicht hier? Nee. Hier ist auch nichts anderes. Ja, verschwinde. Vielleicht hier in dem großen Gebäude. Vielleicht der alte hier nochmal. Ich hörte, dass der Mana-Baum sehr schön sein soll. Ja, ich habe jetzt aber wirklich keine Ahnung, wo der Zauberer mit Nina hin ist. Im Inn vielleicht? Nee. Dann sind sie gar nicht mehr hier. Ach, da ist er. Nina! Ach so, der... Er war die ganze Zeit... Na toll. Du hast mir schon mal geholfen. Ich war unsicher, ob sie die richtige ist. Bis ich sah, was eben geschah. Ich habe nur auf diese Gelegenheit gewartet. Das heißt, der Typ, der mir in der Einhöhle geholfen hat, ist eigentlich dieser Julius. Das finde ich jetzt mal so gar nicht nett. Das heißt, er hat mich verarscht. Und nun ist sie in den Händen von Clive. Nina! Muss ich jetzt gegen Julius kämpfen? Was ist jetzt? Boah! Okay. Du hast keine Chance gegen mich, Kleiner. Och, Nina. Oh nein, was ist... Wow. Heftig. Okay. Alles klar. Wo ist sie? Julius verschleppt sie mit seinem Luftschiff. Ich werde... so nimm diesen Zauber. Du hältst den Heilungszauber. Okay, sowas habe ich doch schon mal. Damit kannst du Wunden heilen. Danke. Okay. Ja, dann wissen wir, dass wir zu irgendeinem Luftschiff jetzt müssen und Julius mal so kräftig in sein Hintern treten. Und dann schauen, dass wir irgendwie weiterkommen. Ja, ich würde aber sagen, ich level mal wieder ein bisschen. Und dann sehen wir uns ja, hier vor dem Eingang von Bendel wieder. Also bis dahin, tschüss.